versuchen, ein ganz kurzes Video zu machen. Ihr könnt schon mal lachen. Kriege ich irgendwie nie hin. So, ich habe heute von meiner Farm-Mähmaschine, Einspinner-Mähmaschine, den Balken kurz abgebaut, um den mal wieder richtig für die Pferde leichtgängig zu machen. Und habe jetzt mit der Drahtbürste mal die Messer soweit poliert, die Finger soweit poliert und den Balken. Ich drehe ihn mal kurz um. Auf der anderen Seite bin ich schon weiter und wollte jetzt mal was, das doch mehr Interesse gibt, was dazu sagen. Und zwar kommt es nicht nur immer auf die Messerschärfe, sondern ihr habt hier in den Finger diese Gegenschneiden an den Platten. Ja? Und wenn die hier seitlich runtergezogen sind oder nicht mehr scharf sind, keine 90-Grad-Ecke bilden, was heißt 90, sind keine 90 Grad. Also die werden in einem Winkel von 5 Grad angeschliffen. Also die Feile wird 5 Grad schräg gehalten. Dann müsst ihr diese Plättle nachschleifen. Also Feilen kann man mit so einer Feile machen, wo man an der Motorsäge die Rheuma mit runterfällt, also so eine Flachfeile. Weil die sind schon für relativ harten Stahl und die schaffen es da zu feilen. Eine normale Feile wird nur grau. Die macht euch bloß kaputt. Ja, das hier sind die Niederhalter. Ja? Und auf denen die Niederhalter drücken aufs Messer. Wollen wir mal kurz. Wo solche Verschleißplatten aufgenietet sind. Ja? Zwischen denen im eingebauten Zustand. Wenn das Messer gerichtet ist, also das Messer muss einhändig. Das Messer muss so rüber geguckt gerade sein, ja? Alle zueinander. Ja? Das Messer muss so rüber, nicht verbogen sein. Ja? Ja, also die Schiene hier, die muss auch absolut gerade sein. Ja? Sonst muss man die irgendwo drücken, dann muss man die zwischen zwei Sachen auflegen und dann drücken. Dann kann man hier vom vordersten Finger nach dem hintersten Finger ein Band spannen. Und dann müssen alle Finger ausgerichtet sein. Oder man kann einfach hier ein Flachmaterial, ein sehr genaues, einlegen und da müsste es überall gleichmäßig aufliegen. Wenn das alles der Fall ist und das Messer auch nicht verdreht ist, also das kann ja auch verdreht sein, dann müsst ihr da an dem Flachmaterial drehen. Dann könnt ihr das Messer hier reinmontieren und dann müssen zwischen diesen Niederhalter und den aufgenieteten Verschleißplatten zwischen 2 und 3 Zehntel Spiel sein. Habt ihr mehr Spiel, verstopft da, habt ihr weniger Spiel, wird er heiß und läuft schwer und habt hohen Verschleiß. Ja. Also das wollte ich mal dazu gesagt haben, zu dem Thema mehr. Und alle Flächen hier, wo das Gras abläuft, die müssen so blank wie möglich sein. Desto leichter läuft das Gras über den Balken, desto weniger Verstopfungsprobleme habt ihr. Ja. Platten hier, wenn die nicht arg verschlissen sind, kann man da auch mit dem Abziehstein ein paar Mal drüber gehen, dass man wieder eine schöne Kante hat. Also wenn man es regelmäßiger macht. Die Messer würde ich empfehlen, in einer speziell dafür vorgesehenen Messerschleifmaschine zu schleifen. Ja. Entweder die von Hand mit den konischen Kugeln, die gibt es noch überall. Kömag und wie die Firmen heißen, ich weiß es gerade nicht. Und oder hier diese elektrischen Schleifmaschinen. Die hier. Ja, und da am besten mit einer Diamantscheibe. So eine Sandtopfscheibe oder Schüsselscheibe ist das ja eigentlich. Nimmt zu viel runter und macht eventuell auch das Messer heiß. Ich habe noch nie heiße Messer gehabt, weil du gehst da bloß ganz leicht drüber. Aber eine Diamantscheibe ist wesentlich besser und kostet 20 Euro aus guter russischer Qualität und 7 Euro aus chinesischer Qualität. Und beide schleifen eure Messer. Jetzt kommen wir zum Teil 2 Tipps. Zum
Fingerbalken, Messerbalken. Und zwar habe ich jetzt den Balken komplett mit einer Satierbürste, kriegt man für wenig Geld. Ja. Eine Polierscheibe, das sind eigentlich nur zusammengenähte Tücher, also das könnt ihr euch auch selber machen. Dann hier so Politur, da hält man die Stoffscheiben drauf. Ja. Gibt es verschiedene für Alu, Stahl. Also, und anfangen tut man mit der Flex, mit der Zupfbürste. Ja. Dann geht es weiter mit der Satierbürste. Die ist auch das, was am meisten bringt. Ja. Und dann geht es weiter mit der Polierscheibe. So. Jetzt kommen wir mal zu den Fingern. Hier seht ihr jetzt mal das Messer aufgespannt. Hier ist ein ganz, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, hier ist ein Papiergrat für Pferde. Es ist toll, wenn ihr von hinten mit dem Schleifstein, mit dem Abziehstein, ganz feinen Abziehstein, einfach gerade über die Dinge geht. Dann bricht der Grat hier, dann geht es von Anfang an für die Pferde einfach. Für den Traktor muss man es nicht unbedingt machen, ich würde es trotzdem machen, aber da muss man es nicht unbedingt machen. Ne? War dazu. Das sind jetzt die Plättle, ne? Die Verschleißplättle, wo oben aufgenietet sind, wo der Niederhalter drauf drückt. Da darf nichts überstehen, dann müsst ihr, wenn ihr das neu vernietet, mit der Flex und einer Fächerscheibe, die das hier eben schleifen. Oder wenn ihr nicht so geschickt seid, dann müsst ihr eine Feile nehmen und dann Abziehstein. Ja. Jetzt kommen wir zu den Fingern, wo ich vorhin von gehabt habe. Hier, das ist so für die Kettensägen. Ja. Eine Feile, die ist härter als normale Feilen. Ja. Und mit der kann man relativ harte Sachen feilen. Oh, so, jetzt, wie mache ich das einhändig? Das ist jetzt hier mal so ein Finger. Ja. Hier sitzt jetzt das Plättle drin. Ja. So. Und ihr könnt dann das Plättle muss ganz leicht schräg nach unten. Ja? Wie zeige ich das jetzt am besten? Ah, da drehen wir nachher den Messerbalken um, glaube ich. Mhm. Ja. Und da kann man, also in den Finger hier, kann man neue Plättle einnieten. Ja? Das ist nur mit einer Niete drin, das müsst ihr von hinten ausbauen, von oben. Ausschlagen. Oh, danke fürs Gespräch. Dann könnt ihr die wechseln. Ja? Schon ist wieder euer Messer scharf. Ich würde bei den Pferden immer die ohne Wellenschliff bevorzugen. Weil die mit Wellenschliff sind nie stumpf und nie richtig scharf. Für einen Traktor gerade richtig, aber für Pferde muss nicht sein. Wenn ihr solche Teile nicht mehr kriegt, die Verschleißplatten oben drauf, diese Ding, ja, dann könnt ihr nach Muster mit einem ganz billigen Plasma-Schneider euch das aus alten Messerklingen rausbrennen und dementsprechend anschleifen oder schärfen. Also das gilt jetzt für alle Verschleißplatten, Führungen, wo ihr an so einem Messerbalken habt, ob die Platten oben drauf, die Platten am Ding oder diese Platten hier, die kann man mit einem ganz billigen Plasmaschneider sich nachschneiden. So, ja. Achso, jetzt wollte ich euch noch zeigen, von oben glänzt der Dinger noch besser hier. Schleifen natürlich unbedingt nach dem Polieren machen, aber das wird jedem klar sein. Ja? Und jetzt braucht ihr hier, das wären jetzt 90 Grad, ja? Und ihr macht ganz leicht nur 5 Grad. Und dann müsst ihr hier, ich kann das jetzt einhändig nicht
Ja, ich spanne mir dafür in meinem Schmiedeschraubstock aufwärts ein. Und dann kann ich so, kann man aber auch gut an der Maschine, wenn er montiert ist, machen. Ist bloß eine Seite ein bisschen schlechter. Und da müsst ihr dann mit den 5 Grad hier entlang runterfallen, dass hier diese schräge Seite, ich weiß nicht, sieht man die Schräge? Diese Schräge hier, wo der dran ist, das ist nach oben schräg. Also das ist die Oberseite vom Messer und da ist der sogenannte, also beim Maschinenschlosser nennt man das Freiwinkel. Hier ist der Freiwinkel dran. Und der ist nicht extrem, also der ist nicht extrem scharf, schräg. Das war Tipp 2 dazu. Ein paar Stunden weiter, ein bisschen mehr Dreck gefressen. Kommen wir zum Tipp 3, Fingerbalken. Wo fangen wir denn an? Ah, fangen wir an mit den Niederhalter und den Platten. Ja. Hier drin, da darf dann nur diese 2 Zehntel Spiel sein. Ja. Also ihr guckt, wo die engste Stelle von den Niederhalter ist und stellt da zwischen 2 und 3 Zehntel. Spiel zwischendrin ein, ja. Mehr darf das nicht sein. So, dann habe ich jetzt nach dem Polieren die ganze Maschine mit so einem Fließbecher und einem Bio-Kettensägenöl, das ist ja Rapsöl, das könnt ihr auch fressen, mit dem Bio-Kettensägenöl eingesprüht. Ja. Das tue ich auch in all meine landwirtschaftlichen Maschinen, also in den alten Pferdemaschinen, weil da ja gewisse Ölverluste, also die haben ja Verlustschmierungen, die haben ja nicht, die sind ja nicht so abgelichtet. Also in meinen Mähergetrieben, Schwarttrommelgetrieben und allen Getrieben von irgendwelchen Pferdemaschinen läuft Bio-Kettensägenöl. Dann wollte ich was sagen zum Ölen des Messerbalkens. Beim Mähen. Also ich habe mit dem vielen Ölen schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn ihr Sandböden habt, Ameisenhaufen oder Maulwurfshügel, dann lasst es mit dem Ölen sein. Macht euer Messer sauber. Wenn ihr das Messer einsetzt oder bevor ihr losfahrt, macht eine dünne Schicht Fett auf den Schleifstein. Also zum Beispiel hier unten rein, da oben drauf, auf diesen Platten hier. Und so weiter, aber mehr nicht, wirklich ganz dünn. Also das darf man auch nicht mehr sehen, mit dem Finger ein bisschen verreiben und gut. Weil kommt die Erde, der Sand oder was auch immer mit zu dem Öl rein, gibt es so wunderschöne Schleifpaste. Eure Messer runden sich sofort ab, die Gegensteine runden sich ab. An den Niederdruckhalter und so läuft alles ruckzuck ein. Ja, das ist wirklich Hartmetall. Das kann trocken aufeinander laufen, da gibt es überhaupt keine Probleme. Und da die Wiesen ja immer ein bisschen feucht sind, reicht es. Macht lieber öfter sauber und wechselt das Messer. Und wenn ihr das Messer wechselt, macht ihr wieder einen ganz kleinen Strich Fett auf die Sachen, wo ich genannt habe. Also meine Empfehlung, wer das anders machen möchte oder so, darf das ruhig machen. Und dann hier für diese Bohrungen hier. Wenn man sowas mal sauber kriegen will, dann gibt es für die Bohrmaschinen, Akkubohrmaschinen, solche Drahtbürsten hier. Ja, die machen so eine Bohrung im Nu, die gibt es in allen Durchmessern. Die machen so eine Bohrung im Nu sauber. Jetzt wollte ich nochmal zum Fahrspeziellen, dann euch wird es ja auffallen. Schade, ich habe jetzt kein anderes Messer bereitgelegt. Euch wird es ja auffallen. Das Farmmesser hat hier keinen Kugelkopf, ja, sondern das Farmmesser hat hier den runden zylindrische Aufnahme und hat hier vorne so ein Gewinde. Wenn man das ganz rausdreht, kann man das sauber machen, leer machen. Da drin ist altes Fett. Und wenn man da neues Fett reinmacht, schmiert er hier rundherum, hat der Bohrungen hier rundherum sitzen und da kommt überall das Fett raus. Und da braucht ihr nur eine minimale Drehung immer mal wieder machen. Einwandfreie Sache. Besser geht's gar nicht. Ja.
Und wie ein normales Messer aussieht mit dem Kugel, das brauche ich ja jetzt nicht zeigen. Also die meisten, wo diese Treats lesen oder angucken, werden ja mehr Erfahrung haben. Ja, also wie gesagt, nach dem Polieren habe ich den Messerbalken mit dem Fließbecher jetzt hier eingesprüht. Lasse es antrocknen, reibe das ab, das überschüssige Öl. Jetzt kann man noch die Dornen, wo hier reingehören, wieder am besten am Schleifbock an der Drahtbürste polieren. Und dann kann man die auch wieder einfetten und einsetzen. Und dann war das die kleine Überholung hier. Das war es jetzt mit den Tipps zum Ding. Könnt gerne Kommentare runterschreiben. Wer das schon alles weiß, der kann nichts lernen, das ist mir klar. Und wer das nach Gefühl macht, ist das auch in Ordnung. Wer das kann, das soll ja denen helfen, wo das gerne wissen möchten, wie das Leute machen oder wie man es macht. Und natürlich gibt es immer tausend Wege, andere Möglichkeiten. Das ist nur, ich freue mich über jeden, der Pferdearbeit macht oder der mit so alten Gerät mäht oder sonst was und möchte da jedem helfen. Jetzt sage ich mal Tschüss. Das war's dann mit den Tipps zum Messerbalken. Außer ihr habt noch Fragen und es sind irgendwelche Sachen, auf die Ideen ich nicht komme.